Hallo und willkommen zurück beim Magierzirkel. Ach scheiße, es ist schon wieder so weit. Aber du bist in deinem Bau und du bist doch zu Hause. Alles ist ja gut. Guck mal, die Karotten sind sogar gewachsen. Toll, nicht? Ja, Donnerwetter. Dank meinem magischen Licht. Ich habe hier die Torches ausgetauscht, schon in der letzten Aufnahme noch. Ja, du hast mir die Torches geklaut. Du schuldest mir 4. Ich schulde die... Ja, ich habe jetzt aber gerade keine. Oh. Ja, ist erst tragisch, da ich dir 4 Torches schulde, aber die kann ich dir nicht zurückgeben. Okay. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, sogar in deinem Baum. Das ist super, dass du hier oben spawnst, dann hast du das nämlich noch nicht gesehen. Wir hatten ja Probleme mit den ganzen Chests und so, nicht wahr? Hatten wir das? Ja, es gab viel zu viele Chests und deshalb habe ich ein Computersystem installiert. Da! Wenn du auf das MI-Terminal klickst, dann hast du da ein durchsuchbares Inventar. Ja. Und dieses Inventar ist genau das gleiche Inventar wie das in meiner Basis. Das heißt, wir teilen uns beide das gleiche Inventar, obwohl es an verschiedenen Orten steht. Sag lieber, wie es ist. Ich packe hier alles rein und du klaust es mir raus. Nein, Digga, wir müssen nicht mehr hin und her rennen. Ich habe dir deine Chests hier gelassen und dein Inventar, das kannst du selber einsortieren. Wir brauchen aber keine Chests mehr, da passt alles rein. Und weil ich ja weiß, dass manche Zuschauer vielleicht wissen wollen, wie das überhaupt funktioniert und wie der Mod-Aspekt dahinter läuft, habe ich vorhin ein paar Minuten Erklärung dazu aufgenommen und das können wir uns jetzt mal angucken. So, wir sind jetzt für ein paar Minuten alleine, während ich euch mal zeige, wie unser neues Lagerungssystem funktioniert. Wir haben hier erst einmal den ME-Controller von Applied Energistics 2, den brauchen wir. Ohne diesen ME-Controller funktioniert dein System nicht. Also jedes System braucht mindestens einen ME-Controller, das ist wie das Gehirn. Dann haben wir hinten nur ein normales ME-Glass-Cable, Flux, das ist jetzt nichts Besonderes, das ist das standardmäßige ME-Cable. Und hier haben wir ein ME-Terminal. So, das würde aber noch nicht reichen, um Dinge reinzutun, denn das ME-Terminal ist nur praktisch der Bildschirm, mit dem wir auf den Computer zugreifen und auf das, was in ihm drin ist. Deshalb werfen wir jetzt mal einen Blick hier unten rein. Was das ist, erkläre ich gleich, aber hier muss irgendwo noch etwas anderes sein. Da ist zum Beispiel ein Admin-Anchor, damit die Welt geladen bleibt, falls wir in die Compact Machine reingehen. Das war mir auch recht wichtig, dass die Welt immer geladen ist. Ah genau, hier hinten, das habe ich da an die Wand gesetzt, ist ein ME-Drive. Das ist so ein Drive, kann man nicht anders sagen. Da kann man verschiedene Storage-Cells reinstecken. So, da steht 63 Typen, das heißt, man kann 63 verschiedene Arten von Blöcken reinsetzen. Also von mir aus Stein, Erde, Sand, das wären 3 Arten. Und dann sind da 65.000 Bytes, das heißt, man kann von diesen 63 Typen 65.000 einzelne Blöcke einsetzen. Und dann ist so eine Drive voll. Das heißt, wir haben sehr viel Platz, das wird uns nie ausgehen. Das war mir auch wichtig. Alles verbunden mit einem ME-Glass-Cable. Das ganze System braucht Strom und deshalb habe ich hier hinten eine Creative Energy Cell drin von Thermal Expansion. Ja, das ist alles reingecheatet, aber das ist ja auch eine magische Serie und keine technische. Das ist alles komplett gecheatet, das wäre höllisch teuer gewesen und hier ist unendlich viel Strom drin. Also das kann man natürlich nicht bauen, diese Creative Energy Cell. Das hier unten ist ein ME Quantum Ring mit einer ME Quantum Link Chamber da drin. Das wird aus diesen 8 einzelnen Blöcken gebaut und dann diese Quantum Link Chamber rein und dann wird es zu dieser Multiblock-Struktur. Und diese Multiblock-Struktur erlaubt es, zwei Plätze miteinander zu kombinieren. Das heißt, wenn wir mal rübergehen in Glenvans Baum, dann werden wir da sehen, dass hier noch ein ME-Terminal ist. Und in dem haben wir genau das gleiche drin wie in dem anderen. Die sind miteinander verbunden, weil hier auch eine Quantum Link Chamber ist und ein ME Quantum Ring. Die sind miteinander verbunden. Die kann man auch über Dimensionen miteinander verbinden. Ich hätte jetzt hier auch ein Kabel legen können, aber das fand ich nicht so schön. Das ist irgendwie nicht so technikmäßig. Damit die miteinander verbunden werden können, muss man eine Quantum Entangled Singularity erstellen. Und dazu braucht man etwas Zündstoff und dann holen wir uns mal noch eine Redstone Torch und dann braucht man dafür eine Singularity. So, wir wollen eine Quantum Entangled Singularity herstellen und dafür brauchen wir eine Singularity. Wir brauchen Enderpearl Powder. So, jetzt hatte ich das eben schon falsch gemacht, aber ist egal. Die Magie des Schnittes hat mich jetzt davor bewahrt. So, wir schmeißen eine Singularity hin und ein Enderpearl Powder. Und wenn wir das in die Luft sprengen,
Dann bekommen wir unsere Quantum Entangled Singularities. Da sind sie und es sind zwei. So, zwei Quantum Entangled Singularities. Und die sind miteinander gekoppelt, miteinander verbunden. Das heißt, wenn wir ein Quantum Entangled Singularity in eine Quantum Chamber reinsetzen und die andere in die andere, dann sind diese beiden Quantum Chambers miteinander verbunden. Und wenn man dann ein ME-Terminal an das eine Chamber ransetzt und dann an das andere, dann werden die sich ein Inventar teilen. Dann gehören die zum gleichen Netzwerk. Ich hoffe, das war jetzt soweit alles verständlich. So viel jedenfalls zum technischen Aspekt. Die andere Basis hat natürlich auch eine Energy Cell, da braucht man auch Strom für. Also das ist etwas, wo wir mit dem Strom nie rangehen werden, das ist nur für unser Storage System und alles andere, was wir mit Strom machen, wird sein eigenes System bekommen. Das ist nur, damit wir unsere Sachen lagern können, mehr werde ich damit nicht machen. Jetzt aber wieder zurück zum Magierzirkel mit Glenvan. Hast du jetzt alles verstanden von dem System her? Ne? Wie das so funktioniert? Hast du meiner Erklärung folgen können? Ja, so ungefähr. Ja, gut. Ja, hast du eben schon gesagt, Botania ist weg. Das stimmt in der Tat. Yay. Ja, yay. Vielleicht gibt es jetzt einen Menschen, der sich... Ah, Creeper. Vielleicht gibt es jetzt einen Menschen, der sich darüber ärgert, aber ich ärgere mich nicht darüber. Das Spiel läuft deutlich besser, bin ich der Meinung. Und ich wollte Botania eh nicht machen, also weg damit. Mhm. Und außerdem habe ich bei einem Gärtner angerufen und habe dem beauftragt, hier draußen mal ein paar, so ein Beet anzulegen, weißt du? Ja, warte, ich komme mal raus. Dass wir hier mal, dass da mal ein paar Blumen rumstehen. Ich fand es so trist hier. Da habe ich dem mal beauftragt, ein paar Blumen dahin zu stellen. Ach komm, du Cheater, ey. Was heißt hier, was? Was soll das denn bedeuten? Was denn für ein Cheater? Hast du doch, die hast du nie im Leben alle gefunden. Nie. Also ich weiß nur, wir hatten Probleme mit Orm und jetzt haben wir hier ein Ormbeet. Und das finde ich gar nicht schlecht. Das brauchen wir bestimmt noch. Hast du wenigstens an ein Tor gedacht? Natürlich hat er das nicht. Nein, ich habe nicht an ein Tor gedacht. Meine Güte. Ich habe aber daran gedacht, dass die Brücke immer noch kaputt ist. Wie kaputt? Und, na, die Was ist, hast du gemacht? Die ist verbrannt beim letzten Mal. In der Zombie-Apokalypse. Ja, hast du ja zu viel Chili gegessen, wa? Was redest du denn? Das war überhaupt nicht mein Fehler. Guck mal hier. Ich habe außerdem die Maschinen in die Compact Machine reingepackt. Und da sind extra kleine Schilder, wo du was reinpacken kannst. Siehst du, ganz eindeutig beschriftet, damit auch jeder weiß, wo was hingehört. Und dann wird das System einwandfrei funktionieren. Ja. Okay. Also alles idiotensicher. Das geht dann da rein, quirlt rum und kommt dann in der Chester wieder raus. Mhm. So, ich werde mir hier kurz einen Blick reinwerfen, um mal kurz zu zeigen, wie das hier aussieht. Das Ach, du bist ja in deinen komischen Würfel, ne? Ich bin jetzt in den Würfel gegangen, ja. Das ist hier mit Ender.io gemacht, eine ganz tolle Mod. Die Pipes können sich kreuzen, ist alles vielleicht mehr oder weniger kompliziert, aber ist egal, es funktioniert. So, okay. Jetzt komme ich auch wieder raus, mehr brauche ich hier eigentlich gar nicht zu zeigen. Das ist sonst das Problem, wenn du so ein Pipe-System hast, dann dürfen die sich nicht kreuzen, weil sonst die Sachen vielleicht an falschen Orten ankommen, wenn sich zwei Leitungen miteinander verbinden, nicht wahr? Dann ist Anfang und Ende nicht mehr so definiert, dann nehmen die irgendeine Abzweigung, die sie nicht nehmen sollen. Aber die können sich kreuzen und dadurch kann man das auf sehr viel engerem Raum bauen. Mhm. Gut, aber jetzt genug vom langweiligen Kram. Ich habe hier ein Zettelchen, was wir machen können. Und ich habe was rausgefunden. Ja, bitte. Ich habe zweimal einen Steel Sword, und zwar einmal aus Metallurgy 4 und aus Railcraft. Und die aus Metallurgy 4 machen einen Schaden mehr und haben mehr Haltbarkeit. Genau, die aus Metallurgy 4 sind die du nicht mit einem Stick craftest, sondern mit einem Bambus. Der ist da drin. Und die aus Railcraft sind die schlechteren, die du mit einem Stick craftest. Den hast du gecraftet, obwohl ich dir gesagt habe, du sollst es nicht so machen. Ja, gut, ne? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, also mit Steel craftest du besser mit Bambus und nicht mit Stick, sonst werden die nicht so gut. Bambus ist da drin. Gleich hier oben, Bamboo, da haben wir 23 von. Das ist alphabetisch. Was du nicht alles weißt. Ja, was ich nicht alles weiß. Donnerwetter, ne? Du wolltest doch eine große Axt haben, oder? Zum Baumfällen. Ach ja, richtig. Ja. Ich habe letztes Mal, glaube ich, überhaupt nicht aufgepasst. Nein, überhaupt nicht. Dafür brauchst du Sand, Gravel und Clay. Ach ja, richtig. Ja. Aber hatten wir nicht das Problem mit Gravel? Eigentlich nicht, weil das hier im Fluss ist. Mit Clay meinst du? Richtig. Gravel ist hier auch und Sand ist hier auch. Es ist alles direkt vor der Haustür. Wir müssen nur zugreifen. Und dann bekommst du so einen Furnace.
Aber ich gehe gleich mal gucken. Ach ja, du hast ja einen Touchstick, nicht wahr? Ja, natürlich. Natürlich. Okay, wir haben keinen Sand im Inventar. Wir haben nur 6 ja, Gravel. Ich brauche mal was Festes in der Hand, ey. Und wir haben 42 Clay. Wir haben genug Clay. Wir haben nur 6 Gravel, aber wir haben gar keinen Sand. Also ungefähr ein Stack von Gravel und Sand wäre super. Ich finde kein Clay mehr hier im Fluss. Jetzt überlegen wir mal, was habe ich eben gesagt? Wir brauchen Sand und Gravel, von Clay haben wir genug. Ach ja, richtig, da war ja was. Was bedeutet das, wenn wir von Clay genug haben? Ich glaube, dann müssen wir von Clay mehr holen. Boah, ich musste gerade überlegen, weil ich tauchen musste. Jetzt sei ruhig da. So, und ich werde mal gucken, ob ich was Kleines Lustiges vorbereiten kann. Habe ich noch nicht geguckt, wie das funktioniert. Wie heißt denn die Axt? Das ist ganz einfach. Das ist eine Lumber Axe von Tinker's Construct. Die kannst du so aber nicht craften. Da müssen wir einen großen Furnace für bauen. Ja, natürlich, das machen wir jetzt auch. Ja, indem du Gravel und Sand suchst, von beidem ungefähr ein Stack. Okay. Bin schon unterwegs. Bist schon unterwegs, wunderbar. Du willst mich nur loswerden. Nee, ich habe hier sogar ein Geschenk für dich. Bist du noch da? Ja. Ja, gut, wunderbar. Ich habe hier, renn mal nicht weg. Geh mal nicht zu weit weg. Das wird dir gefallen. Guck mal hier. Das bin ich mir nicht so... Da. Ein goldenes Eck? Ja, das platzier mal auf dem Boden und brüte es aus. Du willst so, dass ich jetzt sterbe, ne? Nein, ich will, dass du das Ei ausbrütest. Das mach schon. Du hast doch gelitten. Los. Hey. So, erst draufsetzen. So, und jetzt ausbrüten. Da, funktioniert. Ich sehe nix. Es fängt an, sich zu drehen. Richtig. Ja, das goldene Ei wird ausgebrütet. Hurra! Warum gehst du so weit weg? Ich weiß nicht, vielleicht muss ich in Deckung gehen, aber bleib da stehen. Du musst das Ei ausbrüten. Du hast... Jetzt passiert doch irgendwas. Ja, na klar passiert er jetzt mal. Bleib da drauf sitzen. Oh, guck mal, Blöcke fliegen los. Ganz schön viel Macht hinter dem Ei, meine Güte. Was zum? Was ist denn hier los? Immer schön stehen bleiben, du musst das ausbrüten. Oh, lieber du. Himmel. Ich geh mal auf K. Nein. Schön ausbrüten. Oh. Ich hasse dich. Nein, du sollst mich nicht hassen. Das hätte nicht passieren dürfen. Warum ist es explodiert? Das wusste ich ganz genau, dass das explodiert. Nein. Wo? Du hast doch was ausgebrütet. Wo ist es? Ja, mein Grab habe ich ausgebrütet. Nein, quatsch doch nicht. Und eines stirbt. Es ist irgendwo in einer Wand drin, es ist gestorben. Das ist mir scheißegal, wo das ist, ich bin gestorben. Aber dein Kind, das du ausgebrütet hast, ist gestorben jetzt. Ja, da kommt dein Kind. Das war irgendwo in der Wand. Ah, Gott, jetzt ist es tot. Kümmer dich mal um den Zombie, damit ich mein Grab zurückholen kann. Das hat 8 Gold Ingots und ein Ei gekostet, das war teuer. Du wusstest genau, dass ich hochgehe. Nein, ich wusste nicht, dass es explodiert. Es ist noch. Ich habe noch nie gesehen, dass es explodiert ist. Da hätte was rauskommen sollen. Aber es ist explodiert und dann ist es in der Wand gestorben, weil es in der Wand gespawnt ist. Kannst du trotzdem bitte diesen Zombie hier. Wieso bist du nicht schon. Oh, da kommt eine Hexe. Ich denke, du hast das im Griff. Wie denn? Ja. Oh, ich habe auch kein Schwert mehr. Doch, habe ich. Alles gut. So. Ah, weg mit der. So. Ich hasse dich trotzdem. Du sollst mich nicht hassen. Hasse die Mod. Das ist so noch nicht passiert vorher. Ah, meine Güte. Wie wär's, willst du noch eins ausbrüten? Ich hab noch eins. Nein, will ich nicht. Warum denn nicht? Wie wär's, wenn du mal eins ausbrütest? Du wirst neidisch sein, wenn du siehst, was rauskommt. Der dann brütet zuerst aus. Ach Mensch, sei doch jetzt nicht so. Weißt du was? Ich google jetzt mal, was... Ich wusste... ich hab noch nicht... Wahrscheinlich ist irgendwas schiefgegangen. Ich habe ja keine Ahnung. Ich war nur am Stehen. Vielleicht bist du nicht warm genug. Vielleicht war dem Ei kalt. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, nicht was du denkst. Auf jeden Fall. Ah ja. Gut. Aber ja, ich werde jetzt jedenfalls hier selber einkaufen. Willst du dich jetzt entschuldigen? Nein, werde ich nicht. Ich werde jetzt dieses goldene Ei ausbrüten und selber viel Freude damit haben. So. Ja, mach das. Du wirst schon sehen. Ja, hier oben. Wo? Hier. Oben. So, du wirst schon sehen. Das soll ja nicht explodieren. Das soll einfach nur ausgebrüht. Warum ist es dann explodiert? Ich hab doch keine Ahnung.
Ich glaube, ich kenne es nur in der alten Version, in 1.6, aber vielleicht hat sich das geändert. Vielleicht kann es schief gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte noch nie gesehen, dass es schief geht. Ich gehe mal lieber in Deckung. Wenn du eine Rüstung hättest, dann wärst du auch nicht gestorben. Denke ich mal, ne? So, jetzt fliegt das Ding hoch. Jetzt fliegt es hoch, ja. Und jetzt bekomme ich gleich ein wunderbares Geschenk. Ja. Aber warum? Geh mal hin und guck nach, ob da irgendwas ist und grab's aus, wenn es stirbt. Das ist ein Mini-Tolosuke. Ja, hurra! Siehst du, deiner ist an der Wand gestorben, aber meiner hat überlebt. Du hättest einen. Jetzt hier rum. Du hättest einen Mini-Glenvan bekommen, aber ich habe einen Baby-Mini-Me. Aber warum hat der nicht meine Textur? Hat er. Für dich? Für mich nicht. Ja. Für mich ist er irgendwie schwarz. Nee, für mich ist der so. Achso, das ist vielleicht. Ja, das ist wegen meinem Optifine-Cape. Siehst du mein Cape? Oder hast du Capes ausgeschaltet? Ich sehe dein Cape nicht. Okay, dann hast du das ausgeschaltet. Dann ist es wahrscheinlich, weil mein Cape seine Textur überschreibt. Wo ist das Multiplayer-Settings? Oh, show Cape off. Darf ich den töten? Nee, funktioniert nicht. Nein, du tötest den nicht. Das ist... Nein. Du hast doch gesehen, was das gekostet hat. Das hat mich das Leben gekostet, ja. Und dein Leben, aber das ist ja nicht so wichtig. Ich töte das jetzt. Nein. Doch, komm her. Du darfst es nicht töten. Lass es in Ruhe. Lass mein... Lass es in Ruhe, hörst du? Lass es in Ruhe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wozu das gut ist. Die heben einen auf und tragen einen rum. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was jetzt der Sinn hinter dem Ding ist. Oh, der Herr Pest hier, keine Ahnung. Ja, ich weiß nur, dass man das ausbrütet und dann kommt da so ein Viech raus. Aber was da ihm das bringt, keine Ahnung. Hm. Ich dachte ja nur, wäre mal ganz nett und schön und so. Und ja, ich wusste ja nicht, dass es explodiert. Kannst du deinem Vieh mal sagen, dass er meine Wohnung verlassen soll? Also ich finde ja, da das ein Kind ist, müsstest du jetzt darum betteln, dass es nicht runterfällt, weil du dann nämlich keine Sicherheitsgeländer angebracht hast. Immer noch nicht. Also ich würde am liebsten hier Stacheln drin ringsrum machen, damit es runterfällt und sich darin aufspießt. Natürlich würdest du das. Gut. Genug von diesem Schwachsinn. Golden Egg kann ich also durchstreichen auf meiner Liste. Das war jetzt ein voller Erfolg. Wie, wir machen etwas anderes als Schwachsinn? Das wäre mir aber neu. Wir brauchen immer noch Sand und Gravel. Sand, davon ist ja zufällig eine Wüste. Ja, so ein Zufall aber auch. Ja, so ein Zufall. Ich werde mir jetzt erstmal eine Schaufel bauen. Du hast doch dein Dick, mit dem du graben kannst. Ja, das stimmt sogar. Ja, mit dem kannst du die ganze Welt umgraben. So, warte mal kurz. Nein. Hier hast du Clay und Gravel. Nimm das mal gleich mit. Warum? Ich will das nicht da hinten bauen. Wieso? Das kannst du gleich zusammencraften. Ich meine, die Zutaten sind ja nur 3 Blöcke. Das kannst du gleich in deinem Inventar craften. Dann siehst du, ob es auch aufgeht, 1:1. Verstehst du? Naja, ist ja egal, ob du das verstehst. So komplex war das ja jetzt so als, nicht. Du tust ja jetzt so, als hätte ich das nicht verstanden. Keine Ahnung. Mage Rope. So, ich werde uns jetzt Kleidung bauen. Kleidung? Die wir als rechtmäßige Zauberer tragen dürfen. Boah, ich habe einen unterirdischen See ausgegraben mit der Macht des Touchsticks. Na, wunderbar. Wenn du Schafe siehst, töte die mal. Wir brauchen Wolle und auch Leder und wir brauchen Federn. Wäre es nicht sinnvoller, sie mit einem Lasso einzufangen und eine Schafzucht aufzubauen? Was hast du eigentlich mit deinem komischen Lasso? Seit Agrarian Skies willst du alles einfangen. Ich erwähne es gerade das erste Mal wieder. Wieder? Ey, ich meine ja nur, überrascht mich ein bisschen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Wolle. Oder auch wenn... Was soll das denn? Wieso? Was soll das? Wieso hast du den Boden auf die Crafting Station gesetzt? Welchen Boden? Hier in der Basis steht die Crafting Station in der Ecke und der Boden unter der Crafting Station ist auf der Crafting Station und unter der Crafting Station ist ein Loch. Ich frage mich, warum. Wieso bin ich jetzt schuld? Das ist deine Station. Ja, aber das habe ich ja nicht gemacht. Ja, das sagst du. Da hat einer den Boden entfernt und oben auf den Crafting Table gesetzt. Warum auch immer.